Moin. Wir haben uns überlegt, auch mal ein Budget AR bei uns im Shop aufzunehmen, wie man so schön sagt. Ein Low-Cost AR. Quasi Full AR, Half Price. Quasi DPMS, Panther Arms. Haben wir nun schon ein paar gehabt. Sind an sich gar nicht so schlecht. Das sind nicht die teuersten. Das muss einem bewusst sein, wenn man es kauft. Das AR funktioniert einwandfrei. Aber natürlich ist es keine Savage oder keine Schmeißer. Dafür gibt man ein paar Euro weniger aus. Nach vorne schießen, also nicht so, sondern wo, tut's. So, packen wir es mal aus. Das macht mir ja auch immer Spaß, wenn der Karton mitspielt. Das erste, was einem auffällt, ist, dass ich den Karton zumachen muss, dass ich mich da drauf lehnen kann. Lehnen wir das mal raus und probieren wir das. Mal gegen den Karton gewonnen, ausnahmsweise. Das erste, was einem hier auffällt, ist, wenn man es in die Hand nimmt und schüttelt, das Gewicht. Das Ding ist richtig leicht. Das wiederum liegt an dem vielen Plastik, was da dran ist. Also der Vorderschaft, das hat zwar was geiles Oldschool-mäßiges, aber dem sieht man halt auch an, dass er nicht so viel kostet. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann in der Kamera. Also ist halt ein Plastikmassenprodukt. Ich möchte jetzt nicht sagen, sieht aus wie ein Lego-Anbauteil, aber ist nicht schön. Kann man den Handschaft vielleicht mal austauschen, wenn man da die Schnauze voll von hat. Andererseits gibt es dem Ganzen so einen Oldschool-Look. Und ist durch dieses viele Plastik, wie gesagt, halt auch sehr, sehr leicht. Gut, war eigentlich nicht anders zu erwarten. Abzug recht schwergängig, aber jetzt nicht unbedingt verkehrt. Also das hier wäre zum Beispiel eine Option. Wo ich sagen würde, kann man noch mal reinsetzen, wenn man dann Weihnachten hat oder Ostern oder so und sagt, ich möchte einen anderen Abzug, ich möchte einen vernünftigen Abzug da drin haben, dann kann man das da noch reinpacken. Ansonsten ist auf dem Foto der Recon. Flip the Switch Werbung. Ja, eine kostenlose Zielscheibe, muss man auch erstmal bei anderen finden. Kann sich auch schön reden. Nein. Schloss 10er Metallmagazin. Das sind natürlich alle gängigen Zubehörmagazine. Ich weiß nie, wohin damit. Da muss ich noch mal mir was ausdenken. DPMS Lite 16 ist ein günstiges AR. Kostet momentan um die 850 Euro. Ist ein leichtes AR. Man muss aber so ehrlich sein und auch sagen, man sieht in gewissen Bereichen dem AR den Preis auch an. Aber irgendwo muss er ja herkommen. Man bekommt günstiges AR. Echt leicht. Natürlich kann man noch einen Rotpunkt drauf machen. Zaubertrick mit Rotpunkt. Auf dem AR vollkommen ausreichend. Vortex, Crossfire, Rotpunkt.
kostet um die 180 Euro. Vollkommen ausreichend für 25, 50 Meter zum dynamischen Schießen. Und das Gewehr bleibt schön leicht dadurch. Das ist ein einwandfreier Rotpunkt. Meiner Meinung nach erfüllt seinen Zweck. Das Ding ist sehr, sehr leicht. Und das macht es halt wieder interessant. Das AR mit Rotpunkt zum Beispiel liegt unter 1000 Euro. Und das ist vielleicht für viele Einsteiger auch gerade interessant. Natürlich ist das keine Recon oder keine Schmeißer. Das Gewehr Solo liegt momentan bei um die 850 Euro. Wer was Günstiges für einen Einstieg sucht, ist hier nicht schlecht bedient. In diesem Sinne, schönen Abend, bleibt gesund. Tschüss. Noch ein kleiner Tipp aus dem Messerbereich. Wir haben mittlerweile diese Walther Backup Knives im Programm. Die finde ich echt nicht schlecht. Da habe ich mir vor 4-5 Jahren habe ich mir dieses Messer mal ich glaube über Amazon oder so gegönnt. Ja, kann ja jeder mal einen Fehler machen. Das Messer war aber kein Fehler. Ich hatte da nicht viel erwartet, übrigens legal zu führen, Klingenlänge passt. Ich hatte da nicht viel erwartet und war eigentlich auch der Meinung, dass die Hülse, die Messerscheide nicht lange hält, dass irgendwas schnell kaputt geht oder. Aber Gegenteil ist der Fall. Eins, zweimal richtig anschleifen. Hat man richtig gutes Messer, was einen durch den Tag begleiten kann. Die Hülle hält auch seit diesen 5-6 Jahren. Die hält immer noch. Heil noch. Das Tolle an der Hülle, das Tolle an der Messerscheide ist, die könnt ihr umbauen. Das heißt, ihr könnt es normal am Gürtel tragen. Ihr könnt es aber auch so umbauen, dass ihr es hinten quer tragen könnt. Und das Einrasten, das ist wirklich fest genug, dass das hält. Egal, ob es quer getragen wird, hoch oder keine Ahnung. Halsgang. Nein, keine Ahnung, also wirklich. Ist ein ordentliches Messer. Kostet nicht die Welt. Das Ding ist alltagstauglich. Und das ist das Schöne, egal ob ihr es hinten quer am Gürtel tragen wollt oder so. Feststehende Klinge im gesetzlichen Rahmen darf man also führen. Kleiner Fingerschutz hier, dass man nicht abrutscht. Paket, Butterbrot. Wir werden hier nicht anfangen, großartig über Messer zu reden. Da gibt es Leute, die können das viel, viel besser. Na, Christian, die kennt sich da auch viel besser aus. Aber das wollten wir euch einfach mal zeigen. Und weil wir das so toll finden, gibt es das auch bei uns im Shop.